Ja, Leute, wie man im Titel schon sehen kann, heute geht es nicht um Harley-Davidson, sondern heute geht es mal um was ganz Besonderes. Was heißt was ganz Besonderes? Einfach mal was anderes. Und zwar eine Hoi-Song oder wie das Ding heißt. 125er. Ja, irgendwie ziemlich interessantes Bike auf jeden Fall. Ich hatte gestern mit meinem Kumpel ein bisschen was getrunken. Der gute Mann ist mit dem Ding da. Der fährt eigentlich auch Shopper, aber er hat das so als Zweitmoped mal für eben Brötchen holen, sage ich mal. Und da wir gestern ein bisschen viel getrunken haben und er noch nicht ganz fit ist, habe ich mir gedacht, teste ich das Teil doch mal eben. Und ja, ich denke mal so, mal ein bisschen frischer Wind, was anderes, ist glaube ich ganz geil. Ich hoffe, euch gefällt das. Wie gesagt, lasst gerne einen Daumen hoch da, wenn das irgendwie passt für euch. Und ja, falls ihr mehr so welche verschiedene Bikes mal irgendwie sehen wollt bei mir auf dem Kanal, dann schreibt es doch mal gerne in die Kommentare, ob das cool ist. Ansonsten, ja, fahre ich weiter mit meiner Harley durch die Gegend und erzähle ein bisschen Quatsch. Haut rein. Ja, wie gesagt, heute mal was ganz anderes. Also wir haben hier eine Huizong Carion 125. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ja, wie gesagt, ist mal was anderes. Ich glaube, ziemlich gut geeignet so als Zweit- oder Dritt-Moped, um mal eben Brötchen zu holen oder sonst irgendwas. Ich bin mal gespannt, wie sich das Ding fahren lässt. Also sonst fahre ich eine Heritage Softail Classic mit irgendwie über 300 Kilogramm Fahrzeuggewicht. Das Ding wiegt hier gerade mal 135 Kilo. Wie gesagt, 125er Einzylinder. Ich glaube, irgendwas zwischen 12 und 14 PS. Und ja, bin mal gespannt, wie das Teil fährt. Es sieht auf jeden Fall gar nicht so kacke aus. Und ja, wie gesagt, also bin echt mal gespannt, wie das Teil gleich sich fahren lässt. Ja, allzu viel zu erwarten ist da natürlich wahrscheinlich nicht bei einer 125er. Aber mal sehen, ich lasse mich gerne überraschen. Viel Spaß! Ja, da ist das gute Ding, was ich auf jeden Fall schon mal sagen kann, was ich so ein bisschen ändern würde wahrscheinlich direkt, wären, na klar, diese fetten Spiegel, die Blinker würde ich ändern, den Gepäckträger finde ich eigentlich ganz cool. Ja, und hinten, das würde ich ein bisschen verändern, ne? Das ist mir alles ein bisschen zu klobig. Aber was ich auf jeden Fall sagen kann, der Hinterreifen, ey, der ist so fett, das ist dicker als von meiner Harley, das Teil. Das ist schon mal krass. Da bin ich mal gespannt. So. Achso. Leerlauf ist drin. Okay. Jetzt das Ding an. Also man hört fast gar nichts. Boah, alter Schwede. Da ist natürlich nicht viel mit Sound, ne? Ja, verrückt. Also auf jeden Fall extrem leise. Bin mal gespannt gleich während der Fahrt. Auf jeden Fall sehr ungewohnt. Sonst ist man ja das lautere Knattern gewöhnt. Naja, wir werden sehen. So, dann legen wir mal los. Das bringt mich direkt wieder in die Zeit zurück, als ich 16 war. Als man da, obwohl wir hatten eine Yamaha, den Thema, mein Bruder und ich. 125er, die ging um einiges besser, aber da haben wir auch ein bisschen was dran gemacht. Ich glaube, die ist komplett Standard so. Da hat Hubertus nichts gemacht. Ja, verrücktes Teil auf jeden Fall. Die Position ist natürlich erstmal für mich übelst ungewohnt. So gerade zu sitzen und so hoch vor allem. Merkwürdig. Also ist nicht ganz so meins, muss ich sagen, von der Sitzposition her. Aber gut, ey, scheiß drauf. Das ist ja nun mal hier auch Spaß. Und ich glaube, also ich würde mal behaupten, dass sie ein wenig träge ist. Also selbst irgendwie für, ja, was habe ich gerade gesagt, 12, 14 PS. Da gehen manche, glaube ich, mehr, aber das ist ja auch gar nicht das. Das Ding hier von dem Teil, ne? Ich glaube, das ist einfach so ein bisschen von A nach B kommen. Eben mal zur Eisdiele eben was holen.
Ich weiß auch, Robertus hat sich das Ding halt als Zweitmoped gekauft, weil er halt bei sich keine Möglichkeit hat, seine Perle mitzunehmen. Und da dieses Ding halt, glaube ich, auch irgendwie nur, weiß gar nicht, ein Tausender kostet oder irgendwie 1000 bis 1500 bei eBay Kleinanzeigen, habe ich gerade mal geschaut. Ja, was willst du da sagen? Gibt's eigentlich gar nichts zu meckern. Fährt, kommst du von A nach B, gut ist. Auf jeden Fall erstmal Kurvenlage ein bisschen gewöhnungsbedürftig am Anfang. Ja gut, es hat nur 125er, ne? Ist ja kein Rennmoped, ne? Ich muss auch jetzt sagen, das ist ziemlich spontan entstanden, das Video. Das heißt, ich habe jetzt hier auch gar nicht viele Details. Soll einfach nur meinen ersten Eindruck liefern. Und naja, mal was anderes, mal was Frisches. Muss ja nicht immer Harley Davidson sein, ne? Oh, die Vorderbremse geht aber auf jeden Fall gut rein, ey. Ach ja, so kacke ist es eigentlich. Ist halt interessant, ist lustig. Also wie gesagt, wie jetzt gerade schon mal eingangs erwähnt, wenn ihr da Bock habt, dass öfters mal solche Videos kommen, also weniger 125er, das war jetzt einfach nur, wie gesagt, Zufall. Ich hätte da auf jeden Fall noch einiges auf Lager. Also ich habe genug Kumpels, die da irgendwie Harley fahren. Wir haben da verschiedene Mopeds, verschiedene Modelle. Es muss auch nicht immer unbedingt Harley sein, je nachdem könnt ihr mir gerne mal schreiben. Ich glaube, das ist mal ziemlich interessant. Also ich habe mir selber früher, bevor ich keine Harley hatte, habe ich mir selber immer die ganzen Mopeds reingezogen. Ja, so Reviews quasi und da hätte ich eigentlich auch Bock drauf, so ist nicht. Macht ja auch mal Bock, verschiedene Mopeds zu fahren, ne? Nicht immer die gleichen. Ich würde mal gerne da hinten eigentlich nochmal herfahren. Ja, keine Ahnung, also ich könnte mir das jetzt nicht als Moped vorstellen, was ich jetzt in meinem Besitz habe, außer vielleicht als irgendwie 5, 6, 7, 8 Moped. Aber gut, ich bin auch in der echt guten Lage da mit meiner Harley und ja, ich habe halt die Möglichkeit, da meine Frau bzw. auch meine Kinder mitzunehmen. Deswegen brauche ich sowas nicht. Aber ich glaube, wenn du halt echt Bock auf einen 125er Lappen hast und du hast jetzt nicht so die Kohle gerade wie die meisten wahrscheinlich in dem Alter, ist das echt eine gute Alternative, ne? Oder wie gesagt, irgendwie, wenn du die Situation hast, dass du auf deinem Shopper oder sonst irgendwas deine Perle nicht mitnehmen kannst, dann holst du dir halt so einen Teil für einen schmalen Kurs. Und wie gesagt, also es fährt sich eigentlich echt gut. Ist halt ein bisschen ungewohnt am Anfang das Ganze. Aber mittlerweile bin ich drin. Ich bringe das Teil jetzt dem Robertus eben wieder zurück. Dann habe ich auch noch einen kleinen Ritt gemacht. Dann haben wir das doch. Bremse quietscht ein bisschen auf jeden Fall. Also die könnte natürlich auch so träge sein, weil ich habe in letzter Zeit ein bisschen zugenommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin jetzt vorher, glaube ich, 94 Kilo oder so. Das ist ja nicht das typische Gewicht eines 16-Jährigen, würde ich mal sagen. Also vielleicht geht es ja noch ein bisschen besser. Naja, Freunde, ich hoffe, es hat euch gefallen, das Video. Und ja, das war's. Ich bin jetzt da. Bis dann. Ciao.